nicht sein. Nun ja, du hättest uns einfach nicht unterschätzen sollen. Bringst du es fertig, deinen eigenen Vater zu töten? Wie kannst du es wagen, dich mein Vater zu nennen? Es wird Zeit, dass du endlich das Zeitliche segnest. Kopf ab, Kopf ab. Das war's. Es ist endgültig vorbei. Ja, das wurde auch Zeit. Ja, Leute. Schlechte Nachrichten. Meine Aufnahme, die ich mit Agreement gemacht habe, ist ab dieser Stelle kaputt. Sie funktioniert nicht. Camtasia stürzt ab. Lässt sich überhaupt nicht rendern. Wieso, weiß ich nicht, aber es ist zu einem schlimm, dass leider auch Agreements Kommentare nicht dabei sind. Jetzt auch leider nicht die Gelegenheit, ihn nochmal dazu zu holen. Zum anderen ist es auch schlimm, dass ich jetzt nochmal diesen Boss machen muss. Denn Gerard war ja schon lang. Zwei Parts. Und ja, der Boss, für den habe ich noch länger gebraucht. Obwohl ich all meine Zauberenergie fast spammt habe. Zeig's euch gleich. Wo sind wir denn hier? Ich weiß es nicht genau. Es scheint, als wäre dies eine andere Dimension. Gerard sprach vorhin noch davon, dass wir die Zeit verändert haben. Sind wir vielleicht hier in der Zeit selber? Möglich ist alles, wie wir selber gesehen haben. Ja, wie gesagt, ich hatte hier einige Mana-Wiederherstellungs-Items. Ich auch alles verballert, aber der Kampf hat wirklich eine halbe Stunde oder länger gedauert. Am Ende war es tatsächlich nur noch Folter. Wir haben bloß gebetet, dass der Typ endlich einen Löffel abgibt. Ja, dieser Map war ein kleiner Cheat versteckt. Ich habe ihn so überarbeitet, dass ich meine Werte behalte, aber noch ein paar kleine Zauber hinzubekomme, weil ich will den Kampf ein bisschen spannender gestalten und er soll schneller vorbeigehen. Okay, Agreement hat bei Vampire Stone 2 für den Boss auch eine halbe Stunde gebraucht, ungefähr drei Videos, aber war ein etwas mehr los im Kampf. Und das will ich natürlich auch präsentieren. Ja, und hier stehen wir vor dem letzten Boss. Der es überhaupt nicht mag, dass wir noch am Leben sind. Wer bist du denn? Ich bin alles und nichts. Ich bin die Zeit. Ich existiere ewig und schon immer. Ihr habt unerlaubt das Schicksal der gesamten Menschheit verändert. Aber wir haben doch Gerard besiegt und damit verhindert, dass er eine Gefahr wird. Außerdem hätte Gerard die Dunkelheit aus dem magischen Tor absorbiert. Und da wir Gerard getötet haben, haben wir es direkt mit vernichtet. Vollkommen egal, es wäre nie zur Befreiung der Dunkelheit gekommen. Ihr werdet zur Rechenschaft gezogen. Werden hier und jetzt. Und die Menschheit wird euren Fehler tragen. Das Schicksal hat entschieden. Wir haben nichts weiter getan, als die Welt zu retten. Und wir werden uns dir zur Wehr setzen. Wir können nicht zulassen, dass du deinen Zorn über die Menschen bringst. Oh je, direkt hier noch einen Link markieren und sich mit dem Herrn der Zeit selber anlegen. Okay. Blitzgewitter. Heiliges Licht. Feuerwand. Custus Todes. Ja. Hübsche Zauber. Mit der Typia. Ja, da hat er hier ein paar üble Zauber drauf. Aber viel bringen tut das nicht. Ich hab Regener. So. Evri, du machst mir hier schön Chaos. Wutsturm, Blindregener. Oh ja, ich habe ihn mal wieder geschafft zu lähmen. Oh, jetzt habe ich den Regener runter.
Okay, das war jetzt wieder mal ein bisschen gemein wie beim letzten Mal, obwohl die Chance auf Lähmung sehr gering war. Also wir haben uns schon beim letzten Mal gewundert, warum ich es tatsächlich geschafft habe. Okay, dann beenden wir das Ganze mal flott hier. Und er wird eh nicht mehr viel tun. Einige tolle Zauber drauf. Absolute Zerstörung, dunkle Ultima und das schwarze Loch. Weil die dunkle Ultima sein stärkster Zauber ist. Die heiliges Licht wirkt am stärksten auf ihn. Und schon mal wieder ein B auffüllen. Eigentlich ist das auch mein Tod sein können, hier Chaos zu wirken. Wäre ich viel schwächer. Okay, jetzt habe ich nur noch drauf. Okay, sehe ich, mache hier gerade genauso wenig Schaden wie beim letzten Mal. Matt. Das sieht doch mal besser aus.